Heute zeige ich dir, wie du beim ersten Date Mehrwert schaffen kannst, so dass sie dich nicht mehr gehen lassen will. Hallo und willkommen bei Devil, dein Date-Doktor hier auf YouTube. Heute reden wir über Mehrwert beim ersten Date. Was ist eigentlich Mehrwert? Mehrwert ist einfach die Wahrnehmung deines Gegenübers beim ersten Date. Da kann man natürlich die Person negativ wahrnehmen oder positiv wahrnehmen. Und Mehrwert ist natürlich, wie es der Name schon sagt, Mehrwert schaffen, also Mehrwert und dementsprechend ein positiver Wert in der Wahrnehmung deines Gegenübers. Und heute geht es darum, wie können wir Mehrwert schaffen, wie können wir positiv bei unserem Gegenüber auffallen. Und da gibt es natürlich verschiedene Art und Weisen, wie man beim ersten Date punkten kann. Man kann einfach interessante Geschichten erzählen, man kann tolle Magic-Tricks machen oder, was das Wichtigste ist, dass man eine interessante Persönlichkeit hat, die natürlich die andere Person fasziniert und fesselt. Aber das bedarf natürlich viel Arbeit und da muss man viel an sich arbeiten und immer weiter an der Persönlichkeit wirklich feilen. Heute geht es aber um einen kleinen Trick, beziehungsweise heute geht es darum, wie kann ich durch soziale Dynamik innerhalb des Dates mit anderen Personen Mehrwert bei meinem Date schaffen. Darum geht es heute. Ich mache es so, dass ich immer vor einem Date, immer an dem Treffpunkt schon 5 Minuten, 10 Minuten vorher bin und mir dann ein, zwei Mädels raussuche, wo ich sage, die sehen interessant aus, mit denen fange ich jetzt ein Gespräch an. So, dann fange ich mit denen ein Gespräch an, wir labern ganz cool, meistens fange ich an, hey, ich brauche mal kurz einen Tipp von euch, ich treffe gleich noch eine Freundin, wo können wir heute hingehen, habt ihr da irgendwie eine Idee, kennt ihr euch hier aus? Und dann beraten diese Mädels euch irgendwie. Und dann kommt dein Date dazu, während du in dem Gespräch mit den beiden bist und die schon ein bisschen kennengelernt hast, ein bisschen Smalltalk gemacht hast, vielleicht auch hier die ein oder andere Routine und ihr lacht alle, seid gut drauf und dann kommt auf einmal dein Date dazu und die denkt, was geht denn jetzt hier ab? Wir sind doch verabredet, bringt der zwei Mädels mit, zwei Freundinnen von ihm? Und dann kommt sie, hallo, ist immer so ein bisschen irritiert, das ist immer ganz lustig, wenn man dann sieht, wie irritiert sie so ein bisschen ist, was ist jetzt hier los? Und dann sagst du, nein, nein, das sind keine Freundinnen von mir, das ist hier Marie und die Sarah, die habe ich gerade kennengelernt hier. Und stellst die dann gegeneinander vor, redest dann noch ein bisschen und da kommt schon der Mehrwert durch. Denn sie merkt, wow, der steht hier und kommt einfach mit Leuten ins Gespräch, dann sind es auch noch hübsche Mädels, mit denen ich irgendwie konkurrieren muss. Das heißt, ich muss mich jetzt mehr einbringen, ich muss jetzt wiederum selber Mehrwert schaffen, was sie natürlich in dem Moment sich dessen nicht bewusst ist, dass sie da diese Prozesse alle durchläuft. Aber sie weiß dann selber instinktiv, unterbewusst, oh, ich muss jetzt selber mich positiv irgendwie hervorheben, dass ich nicht gegen diese beiden Mädels abstinke, denn die sehen verdammt nochmal gut aus und die drei haben hier Spaß. So, und dann verabschiedest du dich ganz nett von den Mädels, Küsschen links, Küsschen rechts und tschüss. Und dann beginnt euer Date. So, an diesem Punkt, wie gesagt, hat sie schon mal gemerkt, okay, ich muss mich hier einbringen, sonst bin ich ganz schnell weg und der lernt andere Frauen ganz einfach kennen. Hier muss ich mich also etwas beweisen. So, dann seid ihr im Date, dann kannst du mit der Kellnerin oder dem Kellner interagieren. Da ist es jetzt auch egal, ob es nun Männer oder Frauen sind, mit den Leuten, mit denen du interagierst während des Dates. Wichtig ist einfach nur, dass du soziale Kontakte immer weiter ausdehnst und einfach zeigst, dass du sozial dynamisch einfach aktiv bist und da fit bist und mit Leuten einfach sehr gut klarkommst. Das hat einfach einen sehr positiven Effekt, dass sie merkt, wow, er kennt den Kellner hier scheinbar schon oder wow, er kann so cool mit Leuten in Kontakt treten. Das ist sehr beeindruckend auf viele Menschen und oft werde ich dann während des Dates gefragt, Moment mal, du kennst so viele Leute hier, wie ist das möglich? Dann sage ich, nö, ich kenne die überhaupt nicht, habe ich gerade erst selber kennengelernt, angesprochen. Dann sind sie immer so ein bisschen verwirrt und das finden die einfach toll. So, das ist einfach interessant. Ein Mensch, der interessant ist und andere Menschen von alleine anzieht, der wirkt dadurch unglaublich attraktiv und selber interessant. Also, das muss man unbedingt drauf haben. Also ein bisschen mit der Kellnerin flirten, ein bisschen mit dem Kellner schnacken nebenbei. Und das ist durchaus auch dann nicht negativ empfunden bei der Frau, sondern positiv. Denn man schafft da ja nur einen kleinen Mehrwertpunkt und dann widmet man sich natürlich wieder die Person und dem Date. Und das ist halt ganz wichtig, dass man dann halt nicht nur mit dem Kellner oder der Kellnerin redet und auf einmal sein Date ignoriert, sondern nur ein, zwei, drei Sätze, positiven Mehrwert schaffen, zeigen, dass man sozial aktiv ist und dann wieder dem Date widmen. Und sie strahlt dann schon wieder und
will sich dann natürlich auch schon wieder positiv einbringen. So, da macht man natürlich draußen irgendwelche Sachen. Es ist quasi egal, was man dann beim Date macht. Hauptsache ist, dass du immer wieder mit Leuten in Kontakt trittst. Ich war zum Beispiel letztens auf dem Weihnachtsmarkt und dann war hinter uns in der Schlange an so einem Crepe-Stand eine junge Dame, die war auch ein bisschen fülliger, also jetzt nicht unbedingt mein Typ, aber sie hatte so eine interessante Mütze mit so Ohren, mit so Fuchsohren. Und dann habe ich sie irgendwie auf die Ohren angesprochen. Ja, so, hey, coole Mütze. Also ein relativ plumper Spruch, aber da kamen wir dann auch wieder ins Gespräch und dann hatte sie die gleichen Handschuhe, die ich auch dabei hatte und habe da noch einen Spruch gemacht und habe uns alle, aber besonders auch mein Date, mit ins Gespräch integriert. Also mein Date nicht außen vor gelassen, sondern gesagt, hey, komm noch dazu, wir reden jetzt alle hier zusammen und quatschen ein bisschen, während wir hier in der Schlange stehen. Und das war wieder Mehrwert. Und da habe ich wieder gemerkt, dass sie so, wow, das macht einfach Spaß hier mit ihm, weil wir so viele tolle Leute kennenlernen, mit denen wir ebenfalls Spaß haben. Also es ist nicht so, dass ich sie da außen vor lasse, sondern ich zeige ihr, hey, wenn du mit anderen Leuten interagierst, dann hast du mehr Spaß. Zu vier, zu fünft können wir noch mehr Spaß haben. Und das klingt jetzt schon wieder ein bisschen pornoziös, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und so zieht man das ganze Date immer wieder durch. Man fixiert sich darauf jetzt nicht künstlich und sagt, ich muss jetzt unbedingt irgendwo hier Leute kennenlernen und Kontakte knüpfen und dadurch Mehrwert schaffen. Nein, man lässt das einfach auf sich zukommen. Das passiert einfach. Wie gesagt, man steht in der Warteschlange, man macht dieses, macht jenes und da stehen dann auf einmal Leute und man langweilt sich etwas. Und das kommt ja immer mal wieder in einem Date vor, dass man irgendwie so eine stille Phase hat, wo beide nicht wissen, was sie sagen sollen. Dann agiert man eben mit anderen Personen und schafft wieder Mehrwert. Ja, das ist eigentlich auch schon im Grunde der ganze Trick. Mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Wichtig ist, liebe Frauen, wenn ihr das gerade guckt, das Ganze funktioniert nicht bei Männern. Das ist etwas ärgerlich, aber es ist nun mal so, weil Männer dann abgeschreckt sind und denken, was geht denn jetzt hier ab? Ich fühle mich in meiner Männlichkeit irgendwo gekränkt, nicht mehr bestätigt. Da sind die meisten Männer, wenn sie eben nicht sehr selbstbewusst sind, etwas anfällig. Und jetzt mögen einige Frauen sagen, ja, ich finde es aber auch nicht toll, wenn er jetzt hier mit anderen Frauen redet und flirtet und baggert. Da kann ich einfach nur sagen, liebe Männer, wenn ihr das hier gerade guckt, glaubt mir, diese Technik funktioniert. Die Frauen finden das vielleicht auch gar nicht so toll, aber das ist okay, denn sie merken, dass sie sich selber mehr einbringen müssen. Das heißt, sie selber müssen investieren, müssen in dich investieren und müssen auch eben dann in dem Punkt erkennen, dass du der Hauptgewinn bist, dass du eine attraktive Person bist, um die es sich zu kämpfen lohnt. Und ja, wie gesagt, liebe Frauen, da geht der Schuss dann meistens leider nach hinten los, weil die Männer sich dann irgendwann sagen, so, was soll denn die Scheiße hier? Und dann vielleicht irgendwann abhauen. Aber wenn ihr einen selbstbewussten Mann beim Date habt, dann kommt das durchaus auch gut. Beziehungsweise so kleine Gespräche könnt ihr natürlich mit anderen Leuten anfangen, besonders wenn es dann andere Frauen sind. Aber ganz wichtig für Männer und Frauen, die diese Technik benutzen, widmet euch trotzdem euren Date, ignoriert euer Date nicht, denn dann kommt irgendwie Frust auf und dann sagt die Person auch irgendwann, ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf den Scheiß hier. Immer nur kleine Gespräche suchen, die Person mit einbinden, darum geht es, Mehrwert schaffen, einfach eine tolle Zeit haben. Ja, wenn ihr das Ganze gut fandet, gebt dem Video einen Daumen nach oben, schreibt unter die Videokommentare, was ihr darüber denkt, über diese Technik und wie man das vielleicht sogar noch etwas ausweiten könnte, professionalisieren könnte und noch besser machen könnte, dann kann ich davon etwas lernen, das wäre cool. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Love, Peace and Rock'n'Roll. Bis dann. Ciao. Das war's auch schon mit dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Du willst noch mehr coole psychologische Tricks haben? Dann guck doch mal in dieses Video hier rein. Das ist super, das wird dir auf jeden Fall gefallen. Hier ist nochmal mein Video mit den 100 dümmsten Anmachen. Hier unten kannst du den Kanal abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst. Wir sehen uns nächste Mal wieder. Love, Peace and Rock'n'Roll. Bis dann. Ciao.